Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Der letzte Samstag im Monat. Und ich habe es neulich schon mal zu dir gesagt, lieber Jan, ich habe den Eindruck, dieser Monat war irgendwie verdammt lang. Ich habe in der Zwischenzeit auch herausgefunden, woran es liegt. Es sind nämlich 5 Wochen diesmal bis zum letzten Samstag im Monat gewesen. Das ist definitiv eine Woche zu lang, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Ja, ich dich auch. Moin aus Hamburg an euch alle, die hier zuhören und ja, an diesem Halloween-Wochenende. Ist es, ja? Stimmt, ja. Und das Schöne an der Sache ist, dass wir diesmal schon den Titel für den Podcast haben und mal gucken, wie wir den mit Inhalt füllen, weil wir haben gesagt, wir sprechen heute über Mut, Fokus und Eier. Ja. Das ist mal ein Cliffhanger, oder? Das ist mal ein Cliffhanger. Und alles bedingt sich miteinander. Du kannst Mut haben, wenn du den Fokus verlierst, bist du im Eimer. Du kannst auch Eier dazu haben. Du kannst auch Fokus und Eier haben. Aber wenn du keinen Mut hast, hast du auch ein Problem. Ich sag's dir. Und das werdet ihr am Ende dieses Podcasts ganz klar auch für euch sehen. Okay, wir lösen mal auf, wo das Thema herkommt, weil wir ja neulich ein gemeinsames Coaching gehabt haben mit jemandem, ich drück's mal vorsichtig aus, der so ein Stück weit Angst davor hat, anzunehmen, wer er ist. Mhm. Und letztendlich die Zusammenfassung unseres Coachings war Mut, Fokus, Eier. Und wir haben gesagt, das, was ihn betrifft, das betrifft ganz sicher ganz, ganz viele Menschen, nämlich so diese Frage nach dem, oder diese ewige Frage nach dem, wer bin ich? Und irgendwann mal sich die Frage zu stellen, was, wenn ich einfach richtig bin? Wenn ich einfach mal akzeptieren kann, wer ich bin und die Kraft darin sehe und die Stärke und die Schönheit. Mit meinem Lieblingssatz, sieh, was da ist und nicht, was fehlt. Ja, denn ich habe manchmal so den Eindruck, dass viele Menschen, dass sich eine Sache verrückt hat bei den Menschen. Früher haben wir immer gesagt, was ist dein Eigenbild, was ist das Fremdbild? Ja, also wie können dich andere sehen? Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das Fremdbild eher zum Eigenbild geworden ist und das Eigenbild ein Fremdbild geworden ist. Denn ich habe so viele Gespräche in letzter Zeit geführt mit Unternehmern, auch in Coachings, aber auch mit im Freundeskreis. Und überall kam genau dieses Thema auf, dass entweder Mut gefehlt hat, den Schritt zu gehen, den sie gehen müssen, oder dass der Fokus auf einmal, weil sie unbedingt einen anderen Fokus behalten wollten, dass dieser Fokus völlig quer lag. Auf der anderen Seite war es natürlich auch, dass sie sich selber das Produkt hühnlicher Liebe abgeschnitten haben. Was für eine Liebe? Hühnlicher Liebe, ja. Was ist das denn? Ja, Eier, mein Gott. Ach, Mensch. Also, dass sie da wirklich gesagt haben, okay, ich mach's nicht. Also dieses ins Tun kommen, dieses Umsetzen, dieses endlich mal für sich selber da sein. Mhm. Dieses endlich mal an sich selbst arbeiten, anstatt das für alle anderen zu tun. Denn das meine ich nämlich, anstatt das für die Gesellschaft zu tun. Und mir geht es jetzt hier nicht um diese Meme, Myself and I-Einstellung, die ist ja furchtbar, sondern für sich mal zu gucken, wo will ich hin? Wo will ich mich aufstellen? Wo will ich in die Zukunft gehen? Was brauche ich noch? Mhm. Und dann gibt es unterschiedliche Menschen, die sagen, okay, ich brauche hier noch ein Rädchen, ich brauche hier noch einen ganz bestimmten Schlüssel, ich brauche hier noch ein Puzzleteilchen und da gehe ich gezielt hin. Und dann gibt es aber einen Großteil der Menschen,
die sagen, ich habe hier so ein 10.000 Puzzlestückchen Karton, den schütte ich dir jetzt mal im Gespräch über den Tisch und sag, mach mal. So. Und ich habe den Eindruck, dass so viele vor so einem riesen Puzzle gerade sitzen und völlig verzweifeln, weil sie mich nicht wissen, wo fange ich an, dieses berühmte Wie. Ja, wie mache ich das denn? Genau. Wie geht das nur, Krankheit, um es mal mit John Strelecki zu sagen, den ich ja nach wie vor sehr schätze. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, über wie sich die Klienten im Laufe der Jahre verändert haben, beziehungsweise dass ich dich gefragt habe, wie war denn das damals, als du angefangen hast zu coachen? Und dann hast du gesagt, naja, teilweise war es so, die Klienten sind gekommen und haben nicht gewusst, wer sie sind und wollten, dass ich es ihnen sage. Mhm. Und das ist ja das Schöne, also am Coaching-Prozess, dass wenn Menschen heute zu mir kommen und mir sagen, wer bin ich denn? Dass ich dann immer sage, ich bin die für den Prozess und du für die Lösung. Und das ist natürlich echt eine Herausforderung, für sich selber einzustehen. Das, was du gerade gesagt hast, das reflektiert so mit mir, dass ganz viele Menschen Selbst- und Fremdbild verwechseln. Also einer sagt, ich sehe dich so und du denkst, ja stimmt, so bin ich. Und dann kommt ein anderer und sagt, ah nee, ich sehe dich völlig anders. Und du denkst, ja, der hat auch recht. Und ebenso diese Erkenntnis, wer bin ich wirklich? Und wenn ich es dann endlich weiß, es dann auch anzuerkennen. Ja, und noch viel geiler, beide haben recht, die das zu dir sagen. Mhm. Weil du bist facettenreich und das macht die Sache kompliziert. Du bist nicht, man kann nicht sagen, ich bin Besen. Auch bei Besen gibt es verschiedene Facetten. Gut, dann kann man sagen, okay, ich bin ein Besen, der Schornsteine reinigt. Ein Schornsteinfeger-Besen. Das ist meistens so eine Kugel mit Drahtseilen dran, die sie so runterlassen und dann machen sie das Ding frei. So, das ist halt genau das bei uns Menschen, geht nicht. Du kannst nicht so ein Besen sein, der Schornsteine, das funktioniert erstmal nicht, denn du bist facettenreich. Die Frage ist, welcher Besen möchtest du sein? Ja. Und das Spannende an diesem Thema. Komm ich denn an Besen? Das weiß ich jetzt auch nicht, wie du auf Besen kamst. Darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Halloween-Hexen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich bin die mit den roten Haaren, deswegen kamst du auf Besen. Ja, oder mein Besen ist kaputt. Ich kann heute gar nicht ausfliegen. Ach, lass über das jetzt kommen. Lass uns wieder zurückkommen. Aber tatsächlich ist uns ja nach dem letzten Podcast gespiegelt worden, wir hätten zu wenig gelacht insofern. Ja, der war ja auch ernster. Ja, das stimmt. Das ist der übrigens ja auch. Gleichwohl, ja. Ne, darf man also auch immer mal lachen. Aber worauf ich jetzt so nochmal zurückkommen wollte, ist, wenn ich jetzt verstanden habe, ich bin dieser Besen und das auch annehme, dass ich dieser Besen bin, erst dann ist es tatsächlich möglich, dass ich in die Veränderung gehen kann. Weil du musst ja erst mal wissen, wer du bist, um zu wissen, wo du hin willst. Ja, vor allen Dingen, das Krasse ist, bei manchen, vielen Menschen habe ich das Gefühl, die kommen zu mir und ich sehe, sie sind ein Besen, tun aber so, als wenn sie so ein Pizzaofenschieber sind. Deine Bilder sind heute großartig. Wie kommst du denn jetzt zum Pizzaofenschieber? Die wollen dann unbedingt beim Pizzaofenschieber sein. Ja, hey, ganz im Ernst, ist doch ein super Job. Ne? Du machst Essen, es duftet, du hast Wärme. Ja, ist alles da. Es ist quasi wie Sauna. Ne? Einmal heiß, einmal kalt, ist doch klasse. Nein, also es geht einfach darum, dass dass so viele Menschen irgendwie jemand völlig anderes sein wollen, ohne dass sie wissen, wer sie sind. Das finde ich total krass. Also ohne, dass du wirklich weißt, was sind meine Fähigkeiten, was macht mich aus, was macht mich besonders, warum kommen Menschen zu mir, was, ich sage das böse Wort, was heile ich bei anderen, was gebe ich denen, ja, ohne das zu wissen, wollen sie auf einmal jemand anders sein. Also das finde ich völlig skurril, ja. Ja, und selbst dann, und das haben wir ja gesehen, ne, bei dem Coaching, was wir gehabt haben, wenn du weißt, wer du bist, es anzunehmen und eben nicht nochmal darüber nachzudenken, naja, vielleicht bin ich jetzt doch ein Pizzaofenschieber. Was für ein schönes Wort. Geil, ne? Pizzaofenschieber. Mhm. Das ist, vielleicht nennen wir es sei Pizzaofenschieber. Nein, wir lassen den Titel. Ja, und ich kann dir auch sagen, was meiner Meinung nach da passiert. Denn das habe ich ganz häufig festgestellt. Ich habe mit so vielen Menschen die PLD-Analyse gemacht.
Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu deinem Selbstwert. Herzliche Direktheit trifft auf Direktheit, die herzlich ist. Nimm am Tisch von Jan und Yvonne, also uns, Platz. Erlebe ein intensives Coaching und verdopple deinen Selbstwert. Erhalte deinen ganz persönlichen Podcast. 6 Stunden voller Ehrlichkeit, Authentizität, Leichtigkeit und Intensität. Gemeinsam stärken wir deine Stärken, erkunden deine Werte und gehen auf Spurensuche zu deinen Glaubenssätzen. 6 Stunden, 3 Monate, 2 ausgebildete Coaches, einen Podcast. Schreib uns doch einfach an, entweder an die Mail ich@tuesjetzt.net oder an mail@yvonnesimon.com oder ruf uns doch einfach an. Wir freuen uns auf dich. Und die haben die PLD-Analyse genommen und in den Schreibtisch gesteckt. Und ich habe immer wieder mit ihnen gesagt, nimm immer ein PLD, 2 PLDs raus, beobachte dein Umfeld, was könnte der andere sein, hab Spaß daran, arbeite mit dem Ding, laminier es dir ein, mach es kleiner, steck es in Portemonnaie, nähe es in dein Jackett, Innenfutter, ist mir egal, ja, aber benutze es. So, und das ist das große Problem. Ich habe ja auch Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und die waren vorher auf Seminaren. Und ich sage, was habt ihr in den Seminaren gemacht? Ja, und meine Werte erarbeitet. Sage ich, nenne mir deine 3 Hauptwerte. Hm? Ja, weiß ich gerade nicht. Muss ja, ich mal in den Unterlagen nach. Ja, warum zum Teufel? Warum zum Teufel? Also, und das ist halt, das ist so, wir bleiben heute, ich gehe mal jetzt mal wieder auf so ein bisschen unsere Überschrift ein. Das ist so, als wenn du dir ein Ei kochst und dann versuchst, mit einem kleinen Finger das zu köpfen. Du hast irgendwann mal gesehen, da ist ein Löffel. Ja, du hast auch mal gelernt, mit dem Löffel umzugehen. Aber du sagst einfach, nö, den Löffel nutze ich nicht. Mhm. Ja, und ich frage mich, wie viele Menschen, ich würde gerne mal in ein Hotel gehen und mir das mal angucken, wie viele Menschen immer noch also einen Löffel nutzen oder nicht. Also im Alltag machen wir das. Wir nehmen Messer, Gabel, wir nehmen die Werkzeuge, die wir uns zur Verfügung stehen. Ich kenne keinen mehr, der mit 2 Dosen einer Schnur durch die Gegend läuft und sagt, Jan, lass uns mal telefonieren, mir eine Dose in die Hand drückt. Der nutzt das verdammte Telefon. Und wenn er sagt, oh, ich hatte früher so ein altes Nokia, wo man nur SMS machen kann, mittlerweile kann die Person auch Apps hochladen. Das heißt, die haben sich damit beschäftigt. Im Alltag machst du das. Im Alltag sagst du, mein Rechner muss ein Update haben, also date ich ab. Und wenn das nicht geht, dann mache ich so eine FAQ-Seite auf, hole mir ein YouTube-Video, lese mir das alles oder lass mir das zeigen, wie ich es mache. Ja? Aber wenn es darum geht zu sagen, was sind denn deine PLDs, was sind denn deine Werte, wer bist du? Ich stelle da mal eine These auf. Ich glaube einfach, dass Mut dazugehört, anzuerkennen, wer man ist. Und wenn man diesen Mut nicht hat, dann schiebt man natürlich ganz viel zwischen sich und dem, was man ist, um sich permanent abzulenken und auf Nebenschauplätzen zu beschäftigen. Mhm. Und das kennen wir ja alle gut. Also da bin ich ja nicht frei von. Ne? Also es gibt so Dinge, von denen ich weiß, die kann ich umsetzen, die will ich umsetzen. Das sind ganz große Stärken von mir und es gibt Gründe, warum ich es nicht tue. Einfach so, wer bin ich, das ist schon. Ne? Wir wollen jetzt heute mal nicht über mein Buch reden, aber wir wissen alle, wir reden über mein Buch. Und dann gibt es noch 27.399 Dinge, die ich dazwischen schiebe. Mhm. Einfach, weil wir unsere eigene Größe nicht anerkennen können. Ich habe vergessen, eins meiner Programme im Hintergrund zu schließen. Wer sich heute also wundert, was hier permanent tickt. Ich schreibe ihr die ganze Zeit WhatsApp, sag das, sag nein, nein. Also, aber es ist halt genau, es ist halt genau das, was ich mache mich ja auch nicht frei davon. Okay, das ist ja völlig menschlich. Und dass wir uns ablenken, dass wir gewisse Dinge nicht tun, das ist völlig menschlich. Es ist menschlich, dass wir Angst haben. Es ist menschlich, dass wir Vermeidungsstrategien fahren. Es ist menschlich. Ich wette sogar, irgendwelche buddhistischen Mönche, die seit 20 Jahren im Kloster leben und meditieren und an irgendwelche Weisheiten arbeiten, haben genau das gleiche Problem. Ich wette. Ja? Nur die Sache ist doch die. Die haben gelernt, irgendwann mal darauf zu hören, zu sagen, okay, stört mich das so sehr, dass ich das verändern will. Und die haben irgendwann geguckt und haben gesagt, ich bin es wert, es zu verändern. Jetzt komme ich auf das, was du sagst. Ja? Denn
wenn du dir selber nichts wert bist, und wie sollst du dir auch was wert sein, wenn du nicht mal weißt, wer du bist? Entschuldigung, ja, für den, aber das muss einfach mal gesagt werden. Wenn du dir nicht selbst was wert bist, wenn du dir nicht selbst wert bist, wirst du keine Veränderungsprozesse in Gang schieben. Und dann kannst du auf weitere Seminare gehen, dann kannst du ins Kloster gehen und 6 Wochen nicht reden. Ja, da kannst du eine Weltreise machen. Das machen viele Menschen, die sich selbst nichts wert sind. Die kriegen das hin. Ja, die kriegen das übrigens auch hin, dann Autoführerschein zu machen, Segelführerschein zu machen und sowas. Aber wenn es um sie geht, kriegen sie es nicht hin. Und das, denn das ist das, was die meiste Mut und die meisten Eier wirklich braucht. Das ist der Weg zu sich selbst. Ah ja. Und die Frage ist, wie gelingt es mir, mutig genug zu sein, hinzuschauen, wer ich bin und es anzuerkennen? Dafür braucht es, glaube ich, eine ganze Menge Selbstbewusstsein mit dem Fokus auf Bewusstsein. Und da gehört natürlich dazu, sich mal zu reflektieren und festzustellen, was ich alles schon selbstwirksam geschafft habe. Mhm. Und ich habe das neulich im Coaching gehabt, das habe ich in meinem eigenen Podcast schon erzählt, so dieses auch mal anzuerkennen, was mir alles gelingt und nicht wegzuwischen und zu sagen, das machen die anderen ja auch. Ja. Ich habe dir im Vorfeld erzählt, dass ich gestern einen ganz, ganz schönen Werte-Workshop gehabt habe für ein kleines Unternehmen. Und das war so berührend, weil die einen unfassbar schönen Teamgeist haben. Und wir haben also gemeinsam die Werte des Unternehmens erarbeitet und haben so geguckt, was steckt da so dahinter. Und dann haben sie alle dazu beigetragen. Dann haben wir geguckt, okay, wenn das alles schon da ist, was kann man denn das, was da ist, nehmen und vielleicht noch mal eine Stufe anheben. Und am Ende des Prozesses habe ich gesagt, und ich will euch mal eins sagen, ich war letzte Woche in einer großen Firma und habe mit Führungskräften gearbeitet. Und was haben die gemacht? Die haben ausschließlich auf ihre Manager geschimpft. Und haben sozusagen die Schuld immer von sich weggeschoben. Und ihr steht hier füreinander ein. Und ihr wisst, wie wertvoll ihr füreinander seid. Und ich will einfach mal sagen, nehmt das mal an von außen, wie wunderbar es ist zu sehen, wie viel Stärke da ist. Und einer von den Mitarbeitern, den schossen die Tränen in die Augen, weil ihm da zum ersten Mal bewusst geworden ist, wie wunderbar das ist, was da ist. Und das anzunehmen, so diese Selbstwirksamkeit zu spüren, was habe ich geschafft, was habe ich errungen, was macht mich aus, das kann so was Wunderbares sein. Wir müssen es nur zulassen. Wir müssen es zulassen und also müssen tatsächlich, also es muss. Und da gibt es noch ein zweites Muss. Ich muss lernen, aufzuhören, mich mit anderen zu vergleichen. Weil ich vergleiche mich grundsätzlich mit den Leuten, die es geschafft haben, die besser sind als ich. Dass ich da immer den Vergleich verliere. Ja, immer. Das ist doch klar. Das heißt, wenn dir mal klar wird, wenn du schon wieder da bist und sagst, aber die andere Firma, aber die anderen Leute, aber, ja, was du da mit dir machst. Ja, du haust dir eine runter. Jedes Mal, wenn wir wieder beim Pizzaofen sind, dann hast du nämlich eben nicht, bist du eben nicht dieser Pizzaofenschieber, sondern du bist deine normale Hand, die in diesen Pizzaofen reingreift, um die Pizza rauszuholen. Das machst du jedes Mal. Mhm. Ja? Und das Blöde für dich ist nämlich, und ich verrate dir ein kleines Geheimnis, dein Unterbewusstsein weiß das und das sieht nämlich nach links und rechts von dir und das sieht den Pizzaofenschieber. Und es sieht, dass du den nicht benutzt. So, also bestrafst du dich ja selber. Und du darfst dich einfach mal fragen, wofür bestrafst du dich eigentlich gerade? Also was hast du so Schlimmes im Leben angestellt, dass du es nicht akzeptieren kannst, dass du großartig bist? Ja, weil da ist dieses, ich bin einfach nicht gut genug und ich bin einfach nicht gut genug und ich bin einfach noch nicht gut genug. Ja, aber wieso nicht? Also jetzt mal im Ernst, was hast du getan, dass du nicht gut genug bist? Hast du nicht genug gelernt? Hast du noch nie einem Menschen Liebe gegeben? Hast du noch nie einen anderen Menschen glücklich gemacht? Hast du noch nie für andere gekocht und denen hat es geschmeckt?
Hast du noch nie das Leben anderer Leute bereichert? Noch nie? Hast du noch nie jemandem zugehört? Hast du noch nie jemanden in den Arm genommen? Ja. All diese Dinge, genau. Und das sind alles so die Frage, die hat jetzt Jan nicht mir gestellt, vielleicht auch, aber vorwiegend sind das die Fragen, die wir euch stellen da draußen, die wir dir stellen. Einfach so dieses, sieh, was da ist und nimm's an, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Oder eben auch nicht, weil auch das, ne, so dieses ewige, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Vielleicht bist du einfach gut, so wie du bist. Und vielleicht mit all dem, was schon da ist, kannst du was ganz Großartiges machen. Du musst es nur sehen. Du musst es nur sehen. Und ich komme noch mal auf die Eier zu sprechen, denn es ist ein schönes Alltagsbeispiel. Wenn du kochst, und es kommt jetzt so langsam die heiße Phase des Kochens. Das heißt, Schnitzel ist kurz vorm Anbrennen, die Kartoffeln werden sonst zu weich, wenn du die jetzt nicht rausnimmst oder was auch immer du gerade kochst. Und du nimmst so ein Ei, weil du noch ein Ei irgendwo drüber hauen willst und das fällt dir auf den Boden. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich dann dahinstellen und erst mal 5 Minuten sich über sich selber ärgern, dass das Ei runtergefallen ist und jetzt am Boden liegt und auf das Ei starren. Oder wie viele von euch nehmen, sagen, ach du Schande, nehmen blitzschnell irgendein Tuch, irgendwas, was rumliegt, wischen schnell das Ei auf, weil nämlich das Schnitzel anbrennt oder die Kartoffeln weich werden. Und ich meine das völlig ernst, auch wenn sich das völlig skurril anhört. Der Moment, wo du nicht akzeptieren willst oder dich traust, wer du bist, starrst du dieses Ei an und alle deine Schnitzel deines Lebens brennen an, alle Kartoffeln werden weich. Dein gesamtes Essen, deine gesamte Nahrung verbrennt. Und die Nahrung ist in diesem Moment Selbstwert, das Gefühl, gestärkt aus sich herauszukommen und zu sagen, das bin ich. Das ist deine Nahrung. Das verhindert, dass du um den heißen Bereich, ich bin heute mit Bildern, glaube ich, krass unterwegs, ne? Dass du um den heißen Brei redest, sondern auf den Punkt kommst. Das verhindert, dass du die Dinge wirklich anpackst, die dich stören, dein Leben veränderst. In dem Moment, wo du endlich mal schaust, was für ein toller Mensch du bist und wie viel Kraft du hast. Und bei dem Thema Selbstakzeptanz, es wird immer Dinge in deinem Leben geben, die kannst du nicht ändern, weil die sind so, wie sie sind. Ich sag mal, wenn ich einen schiefen Mund habe, habe ich einen schiefen Mund. Dann kann ich den einfach akzeptieren und kann diesen Gedanken ad acta legen, weil der mich nicht mehr weiterbringt. Dann kann ich mir ein schönes Lächeln... Du kannst schon Botox spritzen. Nein, ja, ich weiß, ich bin doof heute. Nein, wenn du ihn hast, hast ihn. Ja. Ja, und das ist das, ne? Also so dieses Love it, leave it or change it. Es wird einfach Dinge in deinem Leben geben, die sind so, wie sie sind. Damit muss man sich nicht mehr beschäftigen. Ja. Beschäftigen kann man sich mit den Dingen, die man ändern kann und will. Genau. Bestandsaufnahme, feststellen, was ist so, wie es ist, was nehme ich an? Und was gegebenenfalls kann ich und will ich ändern und dann die nächsten Schritte zu gehen? Und zwar auf einer faktischen und emotionalen Ebene. Mhm. Das ist ganz wichtig, das und. Auf einer faktischen und emotionalen Ebene. Denn auf der faktischen Seite, das wissen viele. Aber die emotionale Ebene, da haben sie meistens Schiss vor. Das ist wahr. Mhm. Weil wie ungern setzen wir uns mit unseren eigenen Gefühlen auseinander. Die sind hässlich, die sollen weg, die will ich wegmachen. Mach das weg! Mach das weg. Oder wir geben uns darin. Oder wir vergessen zum Beispiel, wie schöne Gefühle sind. Das weiß ich ja aus meiner Geschichte mit der Depression. Mhm. Die Zeit, als der alles grau war. Ich kann dir sagen, ich habe eine Menge Emotionen gespürt, wirklich. Ich hatte Wut, ich hatte Aggression, ich hatte Trauer, ich hatte Hass in mir. Das ist eine sehr bunte, facettenreiche Emotionslage, kann ich dir sagen. Aber ich habe voll vergessen, wie es ist, herzhaft zu lachen. Mhm. Ich habe voll vergessen, wie es war, albern zu sein. Ich habe voll vergessen, wie sich
Selbstliebe anfühlt. Und das meine ich gerade eben tatsächlich so, weil verliebt in jemand anders und jemanden geliebt habe ich zu der Zeit. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Emotionen. Mhm. Das ist auch etwas, was die meisten Menschen, weil sie es gerne alles über einen Kamm scheren, gleichsetzen. Bullshit. Selbstliebe ist viel stärker und viel emotionsreicher, bunter als die Liebe zu einem anderen Menschen. Und viel schwerer auszuhalten. Oh ja. Und das durfte ich und darf ich auch noch lernen. Mhm. Ja. Und das sind die Dinge, wo ich sage, umso länger du damit wartest, umso länger dauert es, dass du es wieder auch aus dem Sumpf packst. Ja? Viele Menschen warten immer auf, ja, die warten auf ein Zeichen. Ganz im Ernst, wenn das Tischgespräch und zwar auch die Folgen davor für dich kein Zeichen waren, wie soll das Zeichen denn bitte aussehen? Braucht es einen Knall, Feuerwerk, müssen Außerirdische auf dem Planeten landen? Ich weiß es nicht. Also überleg dir mal, auf was wartest du denn da gerade noch? Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, warten auf Godot und der kam irgendwie nie. Nee, der kam nie. Der kam nie. Okay, das heißt, wenn wir das heute nochmal zusammenfassen, in all der Klarheit, die uns ja auszeichnet, so dieses, hab den Mut, mal hinzuschauen, wer du bist. Hab den Mut, anzuerkennen, wer du bist. Hab den Mut, festzulegen, was kann ich ändern? Was will ich ändern? Um dann auch tatsächlich loszugehen und Eier in der Hose zu haben, weil ganz ernsthaft, das hast du bis jetzt noch nicht gesagt, darum ging das ja. Dass es um die Eier in der Hose ging. Und das ist jetzt egal, ob du männlich oder weiblich bist, du weißt genau, was ich meine. Um dann wirklich die Dinge zu tun, die dich dabei unterstützen, das Leben zu führen, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Und für alles, was wir gerade besprochen haben, braucht es genau diese drei Dinge. Es braucht Mut, es braucht Fokus und es braucht Eier. Und ich möchte dir mal jetzt eine Sache mitgeben. Ich habe in meinem Leben so viele Menschen gecoacht aus unterschiedlichsten Bereichen. Leute, die aus Therapien raus waren, Menschen, denen es schlecht ging finanziell, denen es aber auch sehr gut ging. Die hatten alle was gemeinsam. Und deswegen wird es bei dir auch nicht anders sein. Die hatten alle die Fähigkeiten, diese drei Dinge für sich selber zu vereinen. Und wenn du da sitzt und sagst, ich bin nicht gut genug, sage ich, ja, belüge dich weiter. Ich werde es immer weitermachen. Und wenn es bis dir aus den Ohren rauskommt, sagen, belüge dich selber. Du kannst das. Du kannst das. Genau. Lenk dich weiter ab und schau mal, was noch für 27.399 Dinge passieren müssen, bevor du das tust, was du wirklich willst. Ja. Genau. Pandemie hatten wir schon, also kannst du abstreichen auf der Liste. Mal gucken, ich sage ja Außerirdische, ich weiß es nicht. Also, liebe Freunde da draußen und Freundinnen, schreibt uns an, meldet euch bei uns. Ihr könnt sagen, wie hat euch die Folge gefallen, das tut ihr ganz häufig. Ihr könnt uns Feedback geben, nur manchmal ist es auch so eine Sache, wenn ihr uns Feedback gibt, überlegt mal, was ihr mit dem Feedback für euch erreichen wollt. Und wenn ihr etwas erreichen wollt, außer uns zu sagen, hey, das war toll, darüber freuen wir uns natürlich. Aber ich glaube, dass wir auf jedes Feedback auch antworten können, hey, wann hast denn du Zeit? So dementsprechend, schreibt uns doch mal an, macht euch noch mal Gedanken. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, mit Yvonne und mir eine Stunde zu verbringen. Der eine oder andere hat es schon ausprobiert. Oh ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles Liebe und bis bald. Ja, in Hamburg sagt man ja Tschüss. Tschüss. Und habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder
du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.